Jo, herzlich willkommen zu diesem neuen Video aus der Reihe des Pokémon Himmels Randomizer. Ja, das letzte Mal waren wir stehen geblieben bei Tanza. Da oben ist die Treppe. Okay. Ah, war Ditto, okay. Ja, den Tanza besiegt. Und diesmal müssen wir das oder suchen und fangen. Wie man sehen kann, ich habe gegrindet. Ja, ja, ja. Und ja. Ich habe Level 57. Ich bin ein bisschen OP. Als Sache ist, ich habe halt viele von diesen sachschnell Goldsamen gefunden, die einem direkt 5 Level geben. Und demnach bin ich ein bisschen zu stark. Aber ich sage jetzt, ich würde sagen, es ist gar nicht so verkehrt. Oder es gar, ich würde auch gar nicht so als Cheaten bezeichnen. Weil, ja, wir haben ein OP-Pokémon. Da habt ihr recht. Aber auf der anderen Seite haben wir Mewtwo. Und Mewtwo ist aktuell nicht so stark. Quasi haben ein OP-Pokémon und ein Pokémon, was sich leveltechnisch so im Rahmen hält. Deswegen würde ich sagen, das ist okay. Und hier haben noch Impagrado hinten drin dabei. Weil einfach, weil ich gedacht habe, dass es gut ist gegen am Ende gegen das Sachschnell. Gegen das Despo, weil der Boss hier ist natürlich ein Despo da. Und ja. Ein Belebersamen haben wir noch und ich habe auch einen neuen Retterteam-Rang. Nämlich, man kann es gar nicht sehen. Ich glaube, es war der Goldrang. Aber auf jeden Fall einen neuen Rang. Wir haben mehr Lagerplatz jetzt auf jeden Fall wieder. Das ist auf jeden Fall auch eine gute Neuigkeit. Was aber gerade keine so gute Neuigkeit ist, dass wir fast viel Attacken gerade müssen. Aus irgendeinem Grund. Ah, Pitfall Rap, die finde ich eigentlich immer noch die entspannteste Trap, weil ja, mehr bezahlt 5 KP, die eh danach schnell wieder regeneriert sind, um einfach eine Ebene weiter nach unten zu kommen. Das ist natürlich nervig, wenn man irgendwie irgendwelche Missionen hat. Aber wenn man keine hat, das ist doch eigentlich entspannt, wie wir hier gerade. Wir müssen einfach hier durch den Dungeon durchkommen. Wenn wir das geschafft haben, dann ist es gut. Ja, also die Sache ist, ich möchte gerne die nicht lange im Team haben. Weil wir haben einen Belebersamen. Und ich möchte den Belebersamen gerne aufheben für eins von den wichtigen 3 Pokémon. Ist es Knackrack? Knackstel oder Knackrack? Das ist ein Gebeid, okay. Aber das kann trotzdem gefährlich werden. Oh, danke. Ein Goldgummi, nehmen wir mit. Gelbe Gummi sogar nur. Aber die Sache ist, ich sag's voll auf die Sache ist, aber ja. Wir haben einen Tide Belt, heißt, wir sind gar nicht auf Essen aktuell angewiesen. Solange wir halt nicht besiegt werden und das verlieren. Dodge Scarf. So, und weiter geht's. Das ist natürlich nervig. Aber wir haben Finsteraura. Und Finsteraura ist actually ziemlich gut. Das ist nicht gut. Aber wir ich habe kein Ding mehr. Ein Top-Elixier. Ja.
So, und jetzt noch einmal Shadow Ball. Treff. Ja, danke. Und wir haben den Monsterraum überlebt. Und zwar ziemlich problemlos. Finster Aura sei Dank. Oh, come on. Nee, Monsterraum leider nicht, Krassler. Okay, das ist entspannt. Das ist extrem entspannt. Dann haben wir hier jeden. Wir müssen eigentlich jetzt auch machen. Was halt nicht so entspannt ist, ist, dass wir lauter Items verlieren. Nicht Items verlieren, sondern AP verlieren von Finsterer. Und demnach eventuell auch Top Elixier. Das ist nicht so cool. Aber sonst aktuell kein Problem. Was auch nicht so cool ist, ist, dass die ganzen Attacken daneben gehen. Noch ein Tidebelt, okay. Dann haben wir auf jeden Fall noch einen zweiten, wenn wir den einen verlieren sollten. Ja, und ich setze auch immer die gleiche Attacke ein. Mensch, das ist nicht schlau. Morphy Rock. Oh, ist das ein Wandergummi leider. Leider kein Wundergummi. Wundergummis sind natürlich die besten Gummis, die es gibt. Wandergummis eher nicht. So. Ich weiß nicht, ob ich es gerade eben schon gesagt habe, aber ich habe einen Ventilator an. Also wenn ihr ihn rauschen hört, dann liegt es am Ventilator, weil aktuell einfach eine Bullenhitze ist. Wir nehmen sie am 21. Juni auf. Also ein bisschen im Voraus tatsächlich. Und wenn das Video rauskommt, haben wir bestimmt schon Anfang Mitte Juli. Ja, danke. Das war gerade ein bisschen knapper als eigentlich so erhofft. Bitte, bitte, Imperator, mach du keinen. Danke. Weil die Sache ist, wir haben einen Belebersamen. Und ich möchte nicht, dass der Belebersamen so früh schon verschwendet wird. Und diesmal gehen wir an der Falle vorbei. Auf die Treppe zu. Was du kannst, kann ich auch, Freundchen. Komm, triff doch. Ja, Pitfall Trap, die nehmen wir gerne mit. Ist für mich einer der entspanntesten Traps. Ich glaube, wir haben, das habe ich gerade eben schon gesagt, oder? Und wir sind da. Jetzt haben wir wieder eine Cutscene. Sequenz. Oh, habe ich einen Test drin gehauen. Hm. Aber die Lösung hier vom Rätsel ist, sind blau. So. So, und weiter geht's. Jetzt haben wir jetzt ein fancy Ding hier. Und weiter geht's hier rein. Gute Sache ist, wir sind mit den Einbelebersamen durchgekommen.
Ich würde es ziemlich appreciaten, wenn wir mit dem noch weiterkommen. Ein Totter Seed. I do not know what this thing means. Nein. Komm zurück. Danke. Was ich mich so frage, können eigentlich Partner-Pokémon in Ding reingehen, in den Monsterraum, ohne dass sie die Monster triggern? Das ist immer interessant zu wissen. So, zweite Etage. Dritte Etage sogar schon. Zweite Treppe war das. Ja, ja. Und zweite Ems. Mindreader. Ich will einfach das Wandergummi mal essen. Belebersam? Nein. Ein Warp Seed. Nein. Gib mir mein Tide Bell zurück. Und give it to me. Das war ein Tide Bell. Okay, dann schnabulieren wir das Giergummi hier. Nimm das mit. Ja, Nummer 2. 2 ist besser als 1. So, ich habe auf jeden Fall Angst hier vom Monsterräumen. Stairs appeared. Secret Base. Das ist natürlich nice. Ich muss mal bei Attacken gucken, aber ich habe noch alle. Genau wie die auch und die auch. Heißt, wir brauchen gar nichts. Gardevoir-Teammitglied wäre schon. Gardevoir-Teammitglied wäre schon cool. Und diese Box, die war auch gut. Ich weiß gar nicht mehr, was die gemacht hat. Die Wonder-Ding. Wonder-Ding. Ich boost. Okay. Was ist das? When taking damage. Das andere erhöht. Max Elixier? Ginseng? Nee. Nee, I'm sorry. So, weiter geht's. Ebene 6. 10 Items. Das war ein Tuska-Ding. Mewthreen mit Level 29. Das nehmen wir natürlich mit. Psyche-Up. Ich weiß nicht, was Psyche-Up ist. Deswegen verlernen wir es mal lieber. Ich glaube, das ist keine Attacke, die Schaden macht. Sonst würde ich die Attacke vermutlich kennen. Deswegen wirkt damit. Und hier den da wegsnipen. Wie bei einem Ego-Shooter. Kaknea. Ja, Kaknea ist ja. Tuska. Nein, Apollo ist nicht gut. Ja, wobei, wir haben den Problemus besiegt. Und BAM! Haha, du mit deinen 6 Schaden, du machst. Du bist nicht gefährlich. Fluffluff. Du bist ja auch nicht der Sekunde, Fluffluff. Weil das ist ja der Gildenmeister. Der Gildenmeister war ja vorher ein Fluffelhof. Gibt auch die Spezialepisode. Ich glaube nicht, dass wir die spielen werden, wenn die nächstes Mal soweit sind. Aber ja. Ich glaube, wir werden hier wirklich nur bis zum Himmelturm spielen. Und dann nicht mehr weiter. Ja, ich glaube, es macht sonst keinen Sinn irgendwie. Ebene 8. Okay. Manaphy Eye. Ja, warum?
Und weiter geht's. Ja, wir haben den Spawn mit, aber wir schicken es direkt wieder zum Ding. Team Boing Send Home, yes. Was ist das für ein Item? Ein Ginseng. Nur mit dürfte den Megatrain. Genau, Megatrain aufboosten. Embargo, keine Ahnung, was das ist. Und auf den Kampf auf Amaldo habe ich jetzt auch keinen Bock, deswegen einfach hier weiter. Oh nö. Ein Monster. Ja. Ich habe Angst vor Monsterräumen. Ich glaube, das ist auch hinlänglich bekannt. Ich mache auf jeden Fall für den Send mal nach Hause. Ja, ich weiß, er wäre auf jeden Fall gegen Despo eine sehr große Hilfe gewesen, aber ich kann das nicht. Ich muss das machen. Weil jetzt haben wir die Chance mit einem Belebersamen hochzugehen. Und die Chance möchte ich auch gerne nutzen. Shadowball? Yes. Ich muss auf jeden Fall erst noch Mewtwo ein paar KP wieder regainen. Ja, lauter Fallen hier natürlich. Nein, das war die falsche Attacke. So, jetzt muss ich mal schnabulieren. Ich schnabuliere auf jeden Fall hier den Crimey Food. Mewtwo braucht aber leider immer noch ein paar KP. Alter, wie viele Fallen sind denn hier drin? Ja. Alter! Ja, okay, dann gehen wir jetzt halt weiter hier hoch. Nee, sorry. Ah, hier scheint. Hier sind keine Fallen, das ist gut. Kann Mute 3 auf jeden Fall ein bisschen hochheilen. Oder auch nicht. Ja, das ist jetzt gerade ein bisschen lame, dass ich hier so rumwiggle. Aber sicher ist sicher. Lieber verschwende ich gerade so ein bisschen Zeit. Habe ich eigentlich noch den einen Belebersamen? Yep, hab ich noch. Und ein Plane Seed. Haben wir gerade eben einen Belebersamen verbraucht. So, das reicht aber jetzt, was Ding angeht. Aber ich. Ja, komm. Falls halt irgendwann mal Monsterraum kommen sollte, brauchen wir das. Treppe. Hast du geschafft? Nein. Ich glaube gleich.
Ja, getting hungry, ja, ja. Blowback Orb, keine Ahnung, was du bist, aber. Ja. Da müssen wir halt wieder was schnabulieren, nämlich jetzt hier einen Huge Elbow. Kangama, okay, das ist entspannt. Weil Kangama vermutlich nichts hat, was uns sehr effektiv angreift und macht selbst nur wenig Schaden. Ein Amrina wäre. Ich glaube, ich in dem Spiel durchaus auch noch gar nicht gesehen. War es das? Nein. Alter, wie lang ist denn das? Life Seed. Erhöht die KP. Also wenn es nicht verklebt wäre. Spukball. Treppe, ja. War es das? Ja. Ja, und jetzt kommt aber noch der Kampf gegen Despo. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Weil Imperator auch gar nicht dabei ist. Ich habe Angst. Habe ich irgendein Item, was ich hier verwenden kann? Hunger Seed. Yes! Wenn wir jetzt bei Team Mew 3 Check IQ Check Tactics Tactics Wait here. Dann dürfte es sich nicht verwenden bewegen. Machen wir einfach hier Sludgebomb und sowas. Ja. Sicherer Win. Okay, ist ein bisschen gecheased hier, aber Siegesieg. Und ich habe Angst gehabt hier vor Mew. Nicht vor Mew 3, sondern vor Tyranitar. Und wenn wir es so machen können, ist natürlich entspannt. Bam, wir haben es geschafft. So, und ich würde sagen, das war's jetzt fürs jetzt. Das war's für jetzt. Ich würde sagen, das war es jetzt fürs Erste. Wir machen auf jeden Fall hier noch die Lava-Sequenz weiter. Und dann war es für das heutige Video. Lasst gerne ein Like da. Lasst gerne ein Abo da, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und so. Yes. Ah, die Sequenz geht doch noch ein bisschen länger. Ja. Die Sequenz geht ja noch ein bisschen länger. Wir werden jetzt nämlich in das Portal in die Zukunft gestoßen von dem bösen Cubone. Plot Twist. Ja. Ja, wir machen die Lava jetzt ganz noch mit. Ist eh gerade ein bisschen Speed up. Dass wir dann beim nächsten Mal direkt mit dem Dungeon starten können. Wo ist denn Despo eigentlich? Er ist gerade nicht da.
Ja, hör auf zu labern. Lass uns in die Zukunft reingehen. Ach ja. Aber wie gesagt, machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Ich mache mich jetzt auf jeden Fall stumm. Aber wir gucken uns die Sache hier noch weiter an. Und wenn die Sequenz fertig ist, dann sehen wir uns da. Wenn ihr wollt, dann macht euch das langsam, wenn ihr es durchlesen wollt. Ich kenne das Spiel, deswegen weiß ich, was in den Texten gesagt wird, in etwa. Und ich lese jetzt nicht durch. Aber wenn ihr es wollt, Stopp machen. Immer mit Leerzeichen, damit was ihr macht. Ja, wenn ihr einen PC seid, könnt ihr auch mit Komma in meinem Frame zurück oder mit einem Punkt einen Frame nach vorne gehen. Und ja, wenn ihr es lesen wollt, benutzt hier ja Leer und auch Komma und Plus. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein, Leute. Ciao, ciao. Oh, ach ja, noch ein kleiner Nachtrag von mir. Die Sachen bis zur nächsten Story-Sequenz, die mache ich ohne Aufnahme. Also die werden nicht im Video drankommen, sondern wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wirklich mit der Story weitergeht. Bis dahin, ciao, ciao, Leute, bis dann.